Guten Morgen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie wieder reinschauen. Ich grüße Sie zu einer neuen Ausgabe des Videostrategietickers vom Frankfurter Börsenbrief. Heute am Dienstag, dem 22. Oktober 2013. Beim DAX war gestern mehr oder weniger Wassertreten angesagt. Man trat zumindest bei Schlusskurs mehr oder weniger auf der Stelle. Aber es gab ein leichtes Übergewicht bei den Verliereraktien. Schlechtester Einzelwert im DAX gestern war die Deutsche Bank. Zwar war der Abschlag keine große Sensation, aber etwa 1,5% waren es und damit doch ein fühlbarer Rückgang bei dieser Aktie. Unser Stop-Buy-Limit, wir hatten die Aktie ja empfohlen, ist aufgegangen. Dieses Investment ist allerdings ein Investment, das sollten Sie vielleicht auch im Hinterkopf haben, mit einer reduzierten Visibilität. Es kann hier immer mal zu Seitenwinden, auch störenden Seitenwinden kommen, die eben zunächst oder temporär auch für Druck auf diese Aktie sorgen. Aber wir haben das Umfeld einer interessanten Euro-Story oder Euro-Turnaround-Story mit den Abstrahleffekten auch für die Finanzszene. Wir haben eine interessante Charttechnik mit dem Ausbruch aus der Dreiecksformation und wir haben eine günstige Bewertungssituation, zumindest wenn man den gegenwärtigen Börsenwert oder den Börsenkurs misst am Buchwert je Aktie. Also hier interessant, aber nicht ganz risikofrei. Insofern hier bitte entsprechende Gewichtung im Portfolio vorsehen. Beim MDAX und beim SDAX und besonders beim TecDAX war gestern Anstieg angesagt. Der TecDAX konnte sogar um 1,33% zulegen. Unter den besten Einzelwerten im TecDAX war Evotec, unsere Empfehlungsaktie. Hier ging es um über 10% oder etwa 10% nach oben. Schlusskurs gestern schon ca. 3,88 Euro. Also einen recht rasanten Kurs hat diese Aktie in der jüngeren Zeit hier auf das Parkett zaubern können. Beim Eurostoxx 50 und an der Wall Street war eher Wassertreten angesagt, zumindest per Schlusskurs. Kommen wir also direkt zu einigen Unternehmen bzw. Aktien. Fangen mit Deutsche Lufthansa an. Hier gab es vorab Zahlen. Die richtigen oder die offiziellen Zahlen sind ja erst angesetzt für den 31.10. Aber wie gesagt, es gab schon mal vorab einen Blick sozusagen in das Zahlenwerk oder in die Berechnungen hinein. In den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres schaffte man eine Verbesserung beim bereinigten operativen Ergebnis um 47%. Das klingt natürlich für sich erstmal positiv. Allerdings, wie gesagt, es handelt sich hier um einen bereinigten Wert. Wenn man Projekt- und Restrukturierungskosten einrechnet, dann war eher Umkehrschub angesagt, denn das operative Ergebnis landete mit rund 660 Millionen Euro, dann doch recht deutlich unter dem Vorjahreslevel von 907 Millionen Euro. Allerdings gab es auch im letzten Jahr Sondereffekte, sodass sich hier insgesamt nicht so eine ganz gute Vergleichbarkeit hier zumindest isoliert mit diesen Zahlen ergibt. Beim Umsatz hielt man in etwa die Flughöhe mit etwa 22,8 Milliarden Euro. Bei der Auslastung der Flüge hat man sich etwas verbessern können und man gab das Ziel oder sprach oder berichtete über das Ziel für das laufende Jahr. Demnach will man einen operativen Gewinn von 600 bis 700 Millionen Euro schaffen und zwar inklusive Restrukturierungs- und Projektkosten von insgesamt ca. 300 Millionen Euro. Wenn man das also einrechnet, dann wären es etwa 900 bis 1000 Millionen Euro. Der Markt senkt gleichwohl den Daumen für die Aktie. Deutsche Lufthansa Aktien heute mit unter den schwächsten Einzelwerten im MDAX. Hier geht es um etwa 3,6% abwärts. Interessanter sieht da schon die Versicherungsbranche aus, wenn wir mal beim DAX bleiben. Gestern haben wir schon Allianz angeleuchtet in unserer Videosendung Geld oder Brief. Vielleicht schauen Sie ergänzend zu diesem Ticker dann dort auch noch hinein. Wir hatten die Allianz-Aktie auch früher schon empfohlen. Hier ergab sich eine ganz interessante positive Charttechnik. Auch Münchener Rück ist ja Teil unserer Empfehlungsliste. Heute Morgen ist die Münchener Rück einer der besten Einzelwerte im DAX. Beachten Sie bitte zu der Versicherungsbranche auch den kommenden Frankfurter Börsenbrief, wo wir diese Branche wahrscheinlich noch etwas näher anleuchten werden. Dann noch ein Schlaglicht im Nebenwerte-Segment. LEG Immobilien in der deutschen Immo-Szene scheint schon wieder Kasse gemacht zu werden. Darüber berichtet die Börsenzeitung heute Morgen. Ins Schaufenster wurden demnach 7 Millionen Aktien gestellt. Preisspanne angeblich 41 bis 42 Euro, das hieß also ein Volumen von grob 290 Millionen Euro. Verkäuferin ist Whitehall, dahinter stehen Goldman Sachs und Perry Capital. Die Aktie heute sehr schwach im MDAX mit über 4% Kursabschlag. Also diese Signale, es ist ja nicht das erste Signal für die deutsche Immobilienszene, wo Kasse gemacht wird, sollte man ruhig ein wenig im Hinterkopf behalten, denn es ist natürlich auch ein gewisses Signal.
Kommen wir zum Terminkalender als Datenquelle Börse Go. Angesetzt war bzw. ist für heute aus China der Index der Frühindikatoren. Dann eine ganze Reihe von Meldungen aus den USA, nämlich der Arbeitsmarktbericht. Und typischerweise am heutigen Dienstag, ansonsten kommen die Arbeitsmarktdaten, die offiziellen Arbeitsmarktdaten in den USA eher ja am Freitag oder an einem Freitag. Also hier für heute voraussichtlich die Informationen über die Arbeitslosenquote, auch über die durchschnittlichen Stundenlöhne und auch sonstige Konjunkturindikatoren aus den USA, nämlich das Redbook oder die Redbook Einzelhandelsumsätze und auch der Richmond Manufacturing Index, letzterer für Oktober. Außerdem natürlich Quartalszahlen, die Berichtssaison geht weiter. Namen, die für heute auf dem Fahrplan stehen, sind zum Beispiel Broadcom, EMC, Harley-Davidson, Juniper Networks, Radio Shack, State Street und auch Whirlpool. Abschließend zur Strategie. Orientieren Sie sich grundsätzlich auf der Kaufseite. Auch wenn kurzzeitig durchaus ein wenig Pause möglich ist, möglicherweise auch ein wenig Rücksetzer hier eingeplant werden muss oder kann. Grundsätzlich aber den Fokus auf der Kaufseite haben. Interessant erscheinen aktuell beispielsweise Versicherungsunternehmen, ganz konkret die Allianz. Schauen Sie bitte ergänzend zu diesem Ticker rein in Geld oder Brief und beachten Sie zu der Branche auch dann voraussichtlich den kommenden Frankfurter Börsenbrief. Das war's für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Ihr Walter Thyssen.